Ich will keine Diskussion anfangen, aber neulich, da waren wir beim Errol zum Grillen eingeladen und da hat er extra für seine deutschen Gäste noch einen zweiten Grill dazu geholt, damit die auch Würste mit Schweinefleisch grillen können. Und da dachte ich gerade, wäre es nicht eine nette Geste für unsere türkischen Mitglieder, wenn wir für die noch einen zweiten Grill dazu holen. Wir haben da nur ein türkisches Mitglied. Errol, hast du ein Problem mit dem Grill? Du müsst für mich keinen extra Grill anschaffen, ehrlich. Ich hab da kein Problem mit. Danke, Errol. Integration geht nun mal in beide Richtungen. Wieso? Wieso? Wieso geht Integration in beide Richtungen? Wenn ein Jäger mit seiner Familie in den Zoo geht, dann knallt er die Tiger ja auch nicht ab. Weil man im Zoo die Tiere nun mal anschaut und nicht abknallt. Deutschland ist doch kein Zoo. Den Koran hat ja eh keiner gelesen. Außer Errol. Auch nicht. Na gut, dann müssen wir jetzt auch nicht ewig weiter diskutieren, ob wir eine türkische Wurst neben eine normale Wurst legen dürfen und ob er Schweinedampf abkriegt.